Was ist bis jetzt hier die schönste Erlebnisse oder die schönsten Momente in diesen Tagen? Es ist echt grundsätzlich die Herzlichkeit, die im tief im Herz berührt, die man hier darf spüren. Das schönste Erlebnis ist bis jetzt eigentlich der Einlauf bei der Olympia, wo es eröffnet wurde mit den Zuschauern hier von Meiringen. Das ist mega schön gewesen. Es ist ein Ankommen in einer Familie. Wir dürfen die Familien erleben, die Zusammengehörigkeit und den Ehrgeiz von diesen Sportlern. Und was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Gestern Abend super Party mit der Liveband. Schönes Wetter und alle guten Leute und die Freude. Wie wichtig ist dir die soziale Nachhaltigkeit von BKW? Es ist mega cool zu sehen, dass BKW auch in so etwas investiert. Nicht nur in die ökologische, sondern eben auch in die soziale Nachhaltigkeit. Wenn ich die Leute darf sehen, darf wahrnehmen, und zwar sicher Leute von der BKW. Man kann das Netzwerk ein bisschen vergrössern, wieder neue Leute lernen können. Das fängt für mich extrem. Und dann mit den Athleten, Athletinnen zu tun haben, die geben einem einfach so viel zurück. Und die Dankbarkeit ist riesig und ich finde es phänomenal. Was denkst du, was kannst du jetzt aus diesem Einsatz hier an den National Winter Games vielleicht auch mitnehmen in den Arbeitsalltag bei BKW? Was sehr gut da hat, ist einmal einen Gang zurückschalten. Es tut gut. Weil wir sind so in einer Hektik, auch im Leben, in der Arbeit, überall. Das sind wir gerne mit und behalten es. BKW ist das erste Mal Hauptpartnerin hier von den National Winter Games im Haslital. Und uns freut es natürlich besonders, dass sich über 30 Helferinnen und Helfer für den Einsatz hier zur Verfügung gestellt haben. So kommen sie mit Menschen mit der geistigen Beeinträchtigung in Kontakt und können wertvolle Erfahrungen schaffen.